wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge auf der Hof Bergmann zusammen mit der Pini. Hallo! Ja, ich nähe immer noch. Bevor die Frage aufkommt. Sie mäht schon eine ganze Woche. Ja. Sehr glaubwürdig, oder? Ja, mit ganz viel Glück werde ich diese Woche fertig und dann kann ich nächste Woche schwadern und Ballen pressen. Yeah! Ich habe gesagt, dein Feld dauert 2 Wochen. Ja, ich weiß. Alles gut. Habe ich jetzt nichts gegen. So, letzte Bahn. Dann können wir hier anfangen, Ballen zu pressen. Den ist das hier auch fast geschafft. Gut, dann bitte einmal hier auch zusammenklappen und ausschalten. Und los geht's. Ab zum Shop. Denk dran, du musst die Lagerballen machen, ne? Ja, und? Ja, nicht, dass du jetzt meine Ballenpresse nimmst. Ich weiß nämlich nicht, ob da irgendwie... welche das ist. Oh, ist das nicht egal, welche? Weil eingewickelt werden... Also, ich presse ja sowieso erst und muss dann wickeln. Ja, ich weiß aber nicht, ob Rundballen oder Quaderballen. Das macht ja keinen Unterschied bei den Missionen. Sieht die Mission nicht, welche Form der Ballen hat. Hauptsache, es ist ein Ballen. Ja. Ja, ansonsten verstehe ich nicht, worauf du hinaus möchtest, warum ich darauf achten muss. Wenn du jetzt eine Ballen-Wickel-Kombination hast zum Beispiel. Ja, und? Ja, und ich aber nur eine Quaderballenpresse habe. Ja, dann bin ich dumm, wenn ich das so mache. Siehst du? Das meinte ich nur. Aber mach einfach, was du willst. Da stehen mit Sicherheit 2 Quaderballenpressen. Das weiß ich nicht, habe ich vorher nicht drauf geachtet. Unglaubwürdig, es stehen 2 Quaderballenpressen da. Okay. Wir wollen mal da so umlenken und dann stellen wir das hier ab. Deine Presse, bis ich an meine rankomme. Niemals. Aber ist ja auch shit egal. Hauptsache, das werden Ballen. Lalalalala. Schlecht gemacht. Runter. Oh, fährt trotzdem nur 53. Da 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 da.
Novent, ich kann nicht sehen. Jetzt nicht mehr. Bitte aufklappen, einmal bitte senken und einmal bitte starten. Ja. Da auch noch Gras. Weil die Maschine für einen Lohnauftrag reserviert ist. Das Gras ein bisschen rüber guckt. Beim ersten Mal hin. Und ja, er hat's geschafft, er hat's geschafft, aber das da muss er auch mitnehmen. Wirst du wohl. Und wie er hier übers Feld fliegt in einer Höchstgeschwindigkeit von, was sind das? Jetzt gerade 17, 16, yeah. Ich habe vorhin einmal kurz 20 und 19 km/h. 20 erreicht, yeah. Berg runter, na komm, 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 nein, es wird nichts. Er schafft es nicht, die 20 km/h zu überschreiten. Du wolltest mal auf dem Markt arbeiten, oder? Warum? Mich das immer so an Markt erinnert, wenn du so redest. Also, die Wurstverkäufer, weißt du? Wurstverkäufer. So, heißt das. Oder Käse. Markt meinst du hier? Wochenmarkt? Ja, oder so ein Großmarkt oder so, keine Ahnung. Weißt du, so hier so ein Veranstaltungsmarkt, wenn du die Buden hast. Für einen Zehner und noch eine Wurst in die Tüte. Das ist eher Wochenmarkt, das also auf dem Großmarkt, also was gibt's denn da? Auf der Kirmes, doof gesagt, da gibt's Blumen. Ja, und Käse und Wurst und Fisch. Sie gängen im Übersprung. Also bei uns auf dem Markt, da gibt's höchstens Blumen. Okay, bei uns auf dem Markt gibt es alles. Also auf dem Wochenmarkt, ja, da gibt's Käse und Wurst. Du kannst sogar Nudeln. Ja, aber nicht, Gemüse. Wo jemand umschreit. Doch. Nudeln. Ist wirklich... Ja, Nudeln. Du kannst eine ganze Tüte voll mit Nudeln, einen ganzen Korb mit Obst. Aha. Hier, jetzt nochmal hier, lecker, lecker. Spätzle hier, frisch gekocht, schon fertig. Also nein, in Tüte. In Tüte, Menschenskinders. Hier eine Tüte gekochte Spätzle, nur für dich heute im Angebot. Für einen Zehner hier 20 Gramm. Ja, so ungefähr, genau. Mhm. Nur halt in Rohmasse, ne? Also nicht gekocht. Ich stelle mir gerade vor, wie hier gekochte Nudeln durch die Gegend werfen. Für dich und wirft. Lecker. Ja, aber das bei uns auf dem Markt gar nicht gäbe. Genau, ich kenne das nur mit Blumen. Jeder irgendwelche Blumen andrehen möchten wollen, wie auch immer. Oder halt verkaufen. Aus dem Fernsehen kenne ich das mit Fisch, ja. Oder. Dem Wurst glaube ich sogar gar nicht. Auf jeden Fall Fisch. Ich habe an so einem Ding auch noch nie was gekauft. Ich schon. Echt? Ja.
Nee, Nudeln noch nicht. Aber ich habe mir schon mal so einen Obstkorb gekauft und ich habe auch schon mal so eine Wursttüte, eine Käsetüte habe ich mir auch schon mal gekauft. Nee, habe ich noch nie gemacht. Jetzt mal ehrlich, wenn du auch so einen Markt gehst, ne? Ja. Dann kaufst du so eine Blume, einen Obstkorb oder sonst was, ne? Ja. Schleppst du das dann über den Markt? Nee, die Blumen sind immer am Ausgang gewesen. Ja, oder halt am Eingang, ne? Ja, aber eben halt Eingang, Ausgang. Ich habe die Blumen habe ich damals mitgenommen, als ich rausgegangen bin. Ja, echt bestimmt Leute, die kaufen das und dann schleppen die das nicht über den Markt. Ja. Der hier auch schon keinen Bock mehr drauf. Nee. Nee. Nicht wirklich. Weg. Ja, weiß ich nicht, ob man das dann auf dem Rückweg großartig macht. Musst du ja auch schon verhältnismäßig früh gehen, weil das sind ja auch so mit diesen Messe-Dingen und so, so die ersten, die zumachen, mehr oder weniger, ne? Also die haben bei uns immer bis boah, bestimmt bis 11 auf. Dieser Blumenladen. Ja, das ist ja schön und gut, aber der Markt macht bis 3 oder 4. Ich sag mal, wenn man solche Sachen kauft, geht man doch auch nicht hin zum Party machen. Oh, eine Kombination von mehreren Dingen vielleicht, ne? Da geht man da zweimal hin. So. Witzig ist ja, dass diese ganzen Märkte eigentlich im Ursprung Viehmärkte sind. Ja. Und zwar allesamt, wie sie existieren. Ja. Und auf den wenigsten von denen kriegst du überhaupt noch irgendwas, in Anführungsstrichen, Viehmäßiges. Ja, und dann hast du auch nur einen Tag, ne? Ja, genau. Bei uns ist das auch nur ein Tag, aber dann auch nur morgens und gefühlt auch nur sowas wie Hühner, so Kleinvieh halt, ne? Ja, bei uns kriegst du alles Rinder, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen, Vögel, Tauben. Hast du dann noch Esel, Pferde, du kannst alles kaufen. Ja, sag ich ja. Ich glaube, Schweine kriegst du da nicht, aber sonst hast du da, glaube ich, alles. Ist das denn wirklich günstiger, so Tiere und Viecher auf dem Viehmarkt? Tja, weiß ich nicht, ist halt auch alles per Handschlag, ne? Da treffen sich ja die Bauern vom Dorf und dann geht er rund. Die Bauern vom Dorf und dann geht er rund. Zwischendurch wird dann auch mal eine Tochter mit eingehandelt oder so. Aber was da teilweise, also wenn du dir teilweise die Pferde da anguckst, das sind ganz schöne Klepper. Abgemagert, eigentlich nur noch was für Tierschutz, ey. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein einäugiger Bauer und so ein beinloser Bauer da über so ein Ding verhandeln, weißt du, was auch schon voll abgemagert ist, so ein Pferd. Das sind dann die drei von der Tankstelle, wenn man sich die so vorstellt. Ja. Ja, komm her, ne? Weil heute Viehmarkt ist, kriegst du 50 Euro und 3 Bier oder so. Hey, Günni. Guck mal da vorne. Guck mal, Alter. Der Ding, der Pferd, Alter, das sind Sparrows. Siehst du? Kannst schon die Rippchen zählen, die du essen kannst. Mhm. So ungefähr. Aber ist das nicht je nach Pferderasse, sollte man sogar die Rippen sehen können? Ja. Zu dick sollten die ja halt nicht sein, ne? Das ist halt auch so. Kaltblüter sollte man nicht einen Knochen sehen. Denke ich mir. Nee, besser nicht.
irgendwie unglaublich. Wir fahren in die letzte Bahn und wenn ich jetzt mal so auf die Zeit gucke, ist tatsächlich auch die Folge zu Ende. Wow. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder und tschüss. Tschüss.